Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ihr habt euch bestimmt schon mal gefragt, wie schaffen es eigentlich manche Leute genau denselben Fortnite-Namen zu haben wie andere Fortnite-YouTuber oder Fortnite-Streamer. Ich habe das Ganze herausgefunden bzw. weiß schon des Längeren, wie das funktioniert und werde euch diese Frage in dem heutigen Video beantworten. Falls ihr mich auch kostenlos unterstützen wollt, könnt ihr einfach meinen Creator-Code der Teddybär in den Item-Shop eintragen oder im Epic-Store. Ansonsten würde ich sagen, starten wir auch schon direkt mit dem eigentlichen Video. Zunächst wissen wir alle, wir können in unseren Fortnite-Account-Namen reintun, was wir wollen. Wir können da Smileys oder sonst irgendwas reintun. Und das nutzen wir oder benutzen wir jetzt einfach. Ich habe mir nun hier eine Seite aufgerufen, die werde ich euch in der Beschreibung verlinken, die könnt ihr auch euch einfach mal aufrufen. Und zwar steht hier oben Type Russian oder Russian Letters, wie man das auch aussprechen will. Das bedeutet auf Deutsch halt so viel wie russische Buchstaben. Und zwar nehmen wir jetzt einfach mal ein Beispiel. Ich möchte jetzt denselben Namen wie der Teddybär haben. Also gebe ich jetzt hier ein, ganz wichtig, dass hier rechts Russian eingestellt ist. Da gebt ihr hier einfach ein, der Teddybär. Ich habe das Ganze jetzt eingegeben und jetzt kommen hier irgendwelche komischen Zeichen. Das sind russische Zeichen. Und jetzt seht ihr schon dieses E, dieses T und also wieder das E. Das sind keine deutsche Buchstaben, sondern russische Buchstaben. Das heißt, wir können jetzt einfach auf die Epic Games Seite gehen. Jetzt können wir einfach hier auf den Stift gehen und jetzt können wir hier neuen Anzeigenamen wählen. Nun kopieren wir uns den Buchstaben, den wir brauchen. Moment, hier habe ich einen Tippfehler. Und zwar können wir zum Beispiel das E gebrauchen oder das T, falls manche diesen Trick schon angewandt haben. Jetzt geben wir ein D ein, machen Steuerung V und jetzt wurde uns dieses russische E reinkopiert. Das ist kein deutsches E. Das bedeutet, dies ist jetzt zum Beispiel ein russisches E. Und jetzt können wir hier einfach der und geben zum Beispiel nochmal Steuerung V ein. Das heißt, wir haben jetzt zweimal dieses russische E drin. Und dann können wir zum Beispiel nochmal das dritte Mal das R reinnehmen. Und jetzt haben wir diesen Namen. Der sieht komplett identisch aus wie mit meinem Namen. Das Ganze können wir uns jetzt auch mal hier kopieren und hier reinmachen und dann bestätigen wir das Ganze. Ich werde das Ganze jetzt nicht machen, weil ich natürlich meinen Namen beibehalten will, aber ihr tut dann halt das Ganze bestätigen und dann habt ihr halt in-game diesen Namen. Dabei müsst ihr beachten, falls ihr das nun als Epic Games Namen habt und euch also jemanden, der Teddy Bayer eine Freundschaftsanfrage sendet, dann sendet er mir eine Freundschaftsanfrage. Sendet er aber genau diesen Namen mit diesen russischen Buchstaben, sendet er euch eine Freundschaftsanfrage. Das ist zu beachten. Ansonsten könnt ihr euch hier jeden einzelnen Buchstaben eingeben. Ich mache jetzt einfach mal das Ganze A. So A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Da seht ihr schon, das A ist hier gleich. Das M ist ja auch gleich. Also es gibt manche Buchstaben, die sind gleich und die kann man dann halt für manche Sachen verwenden. Wenn ich euch weitergeholfen habe, lasst gerne eine positive Bewertung da, abonniert und aktiviert die Glocke. Es gibt jeden Montag, jeden Mittwoch und jeden Freitag 15 Uhr ein neues Video aktiv auf meinem Kanal zu Fortnite, GTA 5 und Minecraft. Auf diesem Kanal. Also es lohnt sich, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ansonsten sehen wir uns übermorgen zu 15 Uhr einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute!